Howdy, folks! Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico 44. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Thank you.
Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Ugh.
klingt albern mit allem, was passiert. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Sehr, sehr, sehr viel später. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein! Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Die Antwort ist dieselbe. Verpiss dich! Du störst den Empfang. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid.
Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Kuwakyaku, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Ich bin gleich da, Lara. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter.
du irgendwas, das du eintauschen willst? Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaft